Messerspezialist Victorinox hat auch ein ganz besonderes Tool mit auf die Messe hier gebracht. Und da wollen wir doch mal wissen, um was es sich hierbei dreht. Also das sind Hochleistungsdatenspeicher, die wir mittlerweile anbieten. Und zwar mit höchstem Sicherheitsstandard und halt geeignet auch für jeden, der gerne Fotos und Filme speichert. Und das ist alles in dem kleinen Taschenmesser integriert, ne? Alles perfekt integriert und natürlich auf kleinstem Raum. Und an wen richtet sich dieses Messer? Wer kann das benutzen? Auch Outdoorer oder wie ist das? Ich sehe es schon auch in diesem Bereich, weil gerade wenn man unterwegs ist, man will einmal eine Sicherheitskopie machen und so weiter, kann man das problemlos auf einen Computer überspielen, seinen Film beispielsweise, und dann auf diesem Gerät speichern. Ganz interessant für jene, die Präsentationen arbeiten, diese Dinge auch präsentieren vielleicht später, einen Film präsentieren, eine Präsentation starten und so weiter. Die haben dann die Möglichkeit, das Gerät am Computer abzugleichen mit Bluetooth und können dann das Laptop ansteuern von diesem kleinen Ding. Und es gibt noch weitere Funktionen, die ganz interessant sein können, wie zum Beispiel der Laserpointer. Pointer, ganz genau, oder ganz helle LED, ganz helles LED-Licht. Also im Autobereich durchaus vielleicht sehr geeignet, einmal ein ganz helles LED-Licht, wenn man unterwegs ist und so. Also die sind einfach von Jahr zu Jahr beliebter. Man ist froh, wenn man möglichst wenig Gewicht bei sich hat. Und da ist es also durchaus denkbar, auch mit kleinen Tools zu arbeiten. Wofür ist denn der Fingerabdruckscanner, der in dem Messer integriert ist? Gut, das ist jetzt, wenn jemand vielleicht wirklich ganz wichtige Daten bei sich hat, die er nicht mit jemandem teilen möchte, und jemand findet diesen Stick, dann hat er hier die Möglichkeit, tatsächlich diesen mit Fingerprint zu schützen oder mit speziellen Codes zu schützen. Okay.